Steffens Prognose mit mir. Hey meine Buddies da draußen, ich bin Steffen von Buddies United und herzlich willkommen zu Sticker WM Prognose hier auf Buddies United. Ihr habt es mal wieder geschafft, wir sind zurück und heute haben wir das Spiel Serbien gegen Schweiz. Also für alle Schweizer da draußen, ein Spiel eurer Schweizer. Und wir haben wie immer 6 Päckchen der FIFA World Cup Russia 2018 Sticker Packs, die wir heute öffnen werden. Jeder normale Sticker zählt einen Punkt. Logos und Mannschaftsfotosticker zählen 2 Punkte für das jeweilige Team. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr glaubt, dass die Schweiz Weltmeister wird. Also, lasst dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oder wenn euch einfach dieses Video gefällt, dann solltet ihr natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpassen könnt. Und wir fangen direkt an mit Jamie Troisi von Australien. Dann haben wir Ben Amor, Lindelöf, Torres und Matthew Ryan von Australien. Also noch kein Punkt in diesem ersten Pack. Mal gucken, wie das weitergeht in den nächsten. Hoffentlich bleibt es nicht beim 0:0. Und nein, tut es nicht, weil die Schweiz in Führung geht. Und zwar durch ihren Torhüter Jan Sommer. 1:0 für die Schweiz. Richtig nice. Dann haben wir das Mannschaftsfoto von Nigeria. Das Logo von Portugal. Marquinhos und David Ospina. Als letzten Sticker im zweiten Pack. Schweiz ja mit einem guten 1:1 gegen die Brasilianer. Wo sie auch ziemlich gut gespielt haben, fand ich. Auf jeden Fall nicht schwächer als Brasilien. Und Serbien ja mit dem Auftaktsieg in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Haben wir Host City Sochi, Tom Rogic, Wallace und Baloi im dritten Pack. Also Halbzeit 1:0 für Schweiz, durch Jan Sommer in Führung gegangen. Haben wir im vierten Pack Belanda. Dann das Logo von Schweiz. Oh mein Gott. 3:0 Schweiz. Sie gehen hier mit dem Doppelpack 3:0 in Führung. Haben wir Kovacic, Wojung und Kawashima von Japan in Toyota. Noch 2 Packs und Serbien braucht 3 Treffer, um nur ein Unentschieden zu schaffen und 4 um zu gewinnen. Hier haben wir das erste Umtiti. Dann haben wir Yongho Kong, Carlos Vela, Calvo von Costa Rica und Blas Perez von Panama. Und das letzte Pack, ich glaube kaum, dass Serbien hier noch was reißen kann in diesem Spiel gegen die Schweiz. Dann haben wir von Saudi-Arabien Al-Sharani, haben wir Sergio Ramos, Carlos Salcedo, der Spieler von Eintracht Frankfurt. Haben wir Merea und das letzte ist das Logo von Island. Somit haben wir folgenden Endstand. Die Schweiz gewinnt 3:0 gegen Serbien und macht damit einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale. Richtig nice also für die Schweiz. Die Tore gefallen durch Jan Sommer und durch das Logo der Schweizer. Somit gewinnt Schweiz 3:0. Wenn ihr glaubt, dass es auch in echt so ausgehen wird, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es ebenfalls in die Kommentare, wie ihr glaubt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Oben könnt ihr auch abstimmen, was ihr glaubt, wer dieses Spiel gewinnen wird. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Auf keinen Fall vergessen zu liken. Auch nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Scott wünsche ich es in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.